Ja, Sie haben es vielleicht auch schon bemerkt, es gibt in Deutschland mittlerweile gefühlte 3 Milliarden Paragraphen und die sind alle wichtig, wie zum Beispiel Paragraph 11 Personalratsgesetz. Besteht ein Personalrat nur aus einer Person, so erübrigt sich die Trennung nach Geschlechtern. Da wären wir ja von selber niemals drauf gekommen, oder? Oder Paragraph 26 Bundesangestellten-Tarifgesetz. Der Arbeitsvertrag endet mit dem Tod des Angestellten. Einer Kündigung bedarf es nicht. Das sind interessante Informationen über Witz und Wahn in der Justiz. Und damit Sie selber nicht diesem Witz nachspüren müssen, in diesen großen, schweren, roten Büchern. Deswegen gibt es jetzt ein etwas übersichtlicheres Werk, nämlich hier einer flog übers Ordnungsamt. Das sind 192 leicht verdauliche Seiten mit Themen wie zum Beispiel Reiserecht, wo wir der Frage nachgehen in Düsseldorf am Amtsgericht, ob es tatsächlich unter das allgemeine Lebensrisiko fällt, in einer portugiesischen Hotelanlage von einem Ziegenbock umgerannt zu werden. Oder wir gehen nach München ans Amtsgericht, das der Frage nachgegangen ist, ob es wirklich schon ein Reisemangel ist, wenn sich in einem Bungalow insgesamt 0,15 Katzen befinden. Und was natürlich auch kommt, sind so gewisse Vorschläge. Dann nenne ich mal zum Beispiel jetzt den Vorschlag, dass endlich mal die Rechts-vor-Links-Regel im Straßenverkehr abgeschafft gehört, weil das ist doch einfach, das ist zu nicht kompliziert genug. Ne? Das passt doch nicht zu uns Deutschen, sowas. Was wir brauchen, ist die Einführung, also an jeder gleichberechtigten Kreuzung sollte dringend die Abseitsregel eingeführt werden. Und das eben steht alles hier drin in diesem Büchlein.